Guten Morgen. Das Leben hat viele unbekannte Variablen und trotzdem kannst du glücklich sein. Im Grunde, wenn du ehrlich bist, kannst du wahrscheinlich den meisten Dingen, die dir irgendwann mal passiert sind, die unangenehm waren, doch etwas Gutes abverlangen. Und meistens sind wir am Anfang nicht in der Lage, eine Situation so zu sehen, sondern es dauert eine Zeit lang. Und wenn man offenherzig ist, sieht man all das Gute, was aus dieser Situation erwachsen ist. Vielleicht verliert jemand seinen Arbeitsplatz, den er schon seit Jahren hat, und wird dadurch gezwungen, sich endlich mal Gedanken zu machen darüber, was er oder sie wirklich beruflich machen will. Oder ein Mensch wird krank, und aufgrund dieser Krankheit entdeckt er, was ihm wirklich wichtig ist im Leben. Ja, viele Transformationen passieren tatsächlich durch Leid. Schade, dass das so ist, aber ich denke, die Mehrzahl der Menschheit ist ebenso dick und starrköpfig. Ja, es muss oft etwas Großartiges passieren, im Negativen oder im Positiven, bis wir die Augen komplett aufmachen und hinsehen. Ja, und in vielerlei Hinsicht bin ich froh, dass ich Gott in meinem Leben habe, weil ich darauf vertraue, dass egal was passiert, dass Gott immer in der Lage ist, es zu transformieren in etwas, was mir dann tatsächlich dient. Und mit dieser Gewissheit bin ich heute in der Lage, Menschen sehr schnell zu verzeihen. So schleppe ich nicht mehr diese ganze Problematik mit mir rum, sondern ich vergebe und werfe diesen Ballast ab. Weshalb soll ich mich ärgern, weil irgendjemand mir gegenüber in irgendeiner Art und Weise unfair war? Und der oder diejenige rennt da draußen rum und hat Spaß und macht dies und das, während ich zu Hause sitze und motze und ärgere mich, weil diese Person vielleicht ungerecht war, ihr Wort nicht gehalten hat oder was auch immer uns im Leben passiert. Es ist wesentlich intelligenter, sich die Situation anzugucken, sie wahrhaftig anzunehmen, so wie sie ist, ihm etwas Positives abzuverlangen, dem Verursacher zu verzeihen, von ganzem Herzen, dadurch den Ballast über Bord zu schmeißen und dann wieder Spaß haben am Leben. Wir können unser Leben nicht kontrollieren. Wir können es allerdings eingrenzen. Dadurch wird unser Spielraum immer kleiner und kleiner und dadurch vielleicht auch ein bisschen sicherer. Obwohl diese Sicherheit nur eine Illusion ist. Weil in jeder Situation, ob komplett eingegrenzt oder alles völlig freiräumig, eine Situation kann sich von heute auf morgen komplett ändern. Das bedeutet auch, dass Menschen, die ihr Leben eingrenzen, um die unbekannten Variablen zu minimieren, verhindern Bewegungsfreiheit. Und ich sehe in meinem Coaching, wie oft diese mangelnde Bewegungsfreiheit die Menschen krank machen. Die sitzen dann bei mir im Coaching und ich helfe ihnen, wieder zu mehr Weitblick zu gelangen und auch mit mehr Mut diese unbekannten Variablen anzunehmen als etwas, was das Leben bereichert. So hat das Leben viele Überraschungen. Und in meiner eigenen Erfahrungswelt, in meiner eigenen Wahrnehmungswelt muss ich sagen, dass diese Überraschungen, die mir passieren, zu meinem Glück beitragen. Ich müsste jetzt wirklich ernsthaft überlegen, welche Überraschungen mir tiefe Schmerzen verursacht haben. Es gab welche in meinem Leben, natürlich.
Aber jetzt spontan mir an irgendeine zu denken, fällt mir wirklich schwer und ich werde es jetzt auch gar nicht tun, sondern ich werde froh und dankbar sein und er bin froh und dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, genauso wie ich es jetzt tue, auf mein Leben zu schauen und Grenzen zu sehen, wo sie hingehören und Grenzen abzureißen, wo sie keinen Platz haben. Und unbekannte Variablen in meinem Leben willkommen heißen. Und das ist meiner Meinung nach richtiges Leben. Und ich wünsche dir heute etwas Muße, etwas Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, wo deine Grenzen sind, wo du gemauert hast, wo du unbekannte Variablen einfach ausgegrenzt hast aus deinem Leben, weil du Angst hast. Und dann überlegst du dir, ob es vielleicht jetzt an der Zeit ist, diese Begrenzungen aufzuheben und diese Mauern abzureißen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bye bye.